Ihr habt Bock, mit eurer Klasse, egal welche Klasse ihr habt, komplett über die Open World zu fetzen und wirklich belohnt zu werden für das, was ihr gerade macht, nämlich massenhaft Mobs weghauen, dann seid ihr für Höllenfluten auf jeden Fall richtig am Start. Also, ihr habt Bock auf ein volles Inventar mit Legendaries, teilweise einzigartige Items und das alles mit einer guten, mit einer guten Mob Density. Im Vergleich zur sonstigen Open World, dann seid ihr auf jeden Fall hier richtig. Also lasst uns mal ein bisschen über Höllenfluten quatschen. Was ist das? Wie könnt ihr sehr effizient, sehr schnell, sehr viel und sehr gezielt die Sachen kriegen, die ihr haben wollt und definitiv garantierte Upgrades für euren Charakter beschaffen? Naja, fangen wir mal an. Also Höllenfluten sollten wahrscheinlich jetzt aufgefallen sein, sind ab Weltenstufe 3 verfügbar. Das bedeutet, ihr müsst definitiv erst die Kampagne abschließen. Und dann könnt ihr in Weltenstufe 3 gehen, indem ihr die Kathedrale des Lichts abschließt, der Final-Dungeon von Weltstufe 2, und in Weltstufe 3 werdet ihr sofort von einem NPC angelabert. Beziehungsweise ihr labert ihn an. Und der sagt, hey, was sind eigentlich Höllenfluten? Naja, das erkläre ich doch gerade hier, also könnt ihr dem NPC auch einfach das Video zeigen. Naja, jedenfalls sind Höllenfluten nicht permanent verfügbar. Dementsprechend kann es sein, dass man erstmal mit Fragezeichen durch die Gegend läuft. Falls man vielleicht gerade diese Quest angenommen hat, dann etwas googelt und bei dem Video hier landet, das liegt eventuell daran, dass Höllenfluten nicht permanent verfügbar sind, sondern nur alle 2 Stunden und 15 Minuten für eine Stunde. Was bedeutet, dadurch, dass diese 15 Minuten mit eingebaut sind, kann sie je nach Datum zu jeder Zeit am Tag da sein. Aber wie gesagt, die hält eine gesamte Stunde, ja, das heißt, ihr habt 60 Minuten Höllenflut und dann habt ihr eine Stunde 15 Minuten lang keine Höllenflut, dann habt ihr wieder eine Stunde lang Höllenflut. Und wo müsst ihr dafür hin? Auf der Karte ist ein großes Gebiet in einem der riesigen Obergebiete fettrot markiert. Höllenfluten sind meistens zweizonig. Aber je nachdem, wo sie ist, kann sie auch dreizonig sein. Das bedeutet, ihr habt beispielsweise in Zersplitterte Gipfel auf der linken Seite von Kiowaschat eine Höllenflutszone und auf der rechten Seite von Kiowaschat eine Höllenflutszone. Das gesamte Ding ist allerdings die Höllenflut. Es ist eigentlich egal, in welchem der beiden Zonen ihr euch aufhaltet. Ihr habt nur teilweise verschiedene Mob-Typen, die in diesen Zonen auftreten. Das könnt ihr zum Beispiel auch sehr gut beobachten, wenn in Havesar die Höllenflut ist. Ich meine, es war die südliche Gegend dort, wo die Fliegen sind, die auch Fliegen schießen. Ich glaube, das ist die Gegend, die ich stark vermeide, weil ich mag die einfach nicht. Nur so als Beispiel. Also es ist egal, Hauptsache ihr seid in einer Höllenflutszone. Das erkennt ihr auch dann daran, dass ihr neben eurer Minimap einen Timer laufen habt, wie lange die Höllenflut noch geht. Und ihr habt ein neues Item darunter, beziehungsweise ein neues Emblem. Und dieses Emblem zeigt euch die Währung dieser Höllenflut. Mit der Währung dieser Höllenflut werden wir uns später noch deeper beschäftigen, wie ihr damit ordentlich, wie ihr ordentlich da dran kommt. Denn Höllenfluten haben auch einen anderen Nutzen. Denn wenn ihr relevantes Gear im Endgame tragen wollt, dann seid ihr leider auch gezwungen, Höllenfluten zu machen. Es ist also kein optionaler Content. Das liegt daran, dass vergessene Seelen als Handwerksmaterial und auch die Teufelsrosen als Handwerksmaterial gebunden sind an die Höllenfluten. Das weiß man nicht nur durchs Spielen, sondern das sieht man im Tooltip, dass man die Dinge nur in Höllenfluten kriegen kann. Und das ist leider auch wahr. Na gut, was heißt leider? Ehrlich gesagt, mir persönlich machen die Höllenfluten viel Spaß. Also ist eigentlich ganz cool, weil ich habe viel zu viel von dem Zeug, weil mir das einfach nur Fun macht. Oh, naja, und weil ich die Höllenfluten halt auswendig gelernt habe in den letzten 2 Wochen. Also, ihr müsst halt leider Höllenfluten machen. Naja, wie gesagt, kann in jeder Zone auftreten, 2- oder 3-zonig. Wieso ich das erwähne, wird später noch relevant. Was können wir denn jetzt mit dieser Währung machen in den Höllenfluten? Naja, in den Höllenfluten sammelt ihr Glut. Und mit dieser Glut öffnet ihr Kisten. Es gibt Rüstungskisten, die kosten 75 Glut. Wenn ihr einen Gegner tötet, habt ihr die Chance, Glut zu droppen. Wenn ihr einen Elite-Gegner tötet, habt ihr eine deutlich höhere Chance. Dann gibt es noch Höllenflutsbosse, spezielle, die auf der Karte sogar speziell markiert sind. Die droppen immer garantiert mindestens 4 Glut, 4 bis 6, soweit ich das beobachtet habe. So ungefähr über, keine Ahnung, 900 Kills von den Leuten. Und dann gibt es natürlich noch die Events innerhalb der Höllenfluten.
die euch massiv mit Loot belohnen. Ich finde, es gibt nichts Besseres in der Höllenflutszone, als Events zu spammen. Das ist eine sehr, sehr große 3-in-1-Klappe. Ich gehe mal ganz kurz darauf ein. Ich überfliege das jetzt mal. Den Rest könnt ihr euch wirklich dazu denken. Ich denke, man ist ja nicht von gestern. Ja. Ihr schließt ein Event ab, ihr bekommt Obolusse. Mit Obolussen könnt ihr natürlich bei dem Obolus-Eintauschhändler, bei dem Gamble-Händler, könnt ihr natürlich Sachen gezielt kaufen. Ihr könnt jetzt mit 1000 Obolussen dahin laufen. Ich sag 1000, weil das ist das Cap. Und einfach mal eben 20 Ringe kaufen. Ja, nicht 20, weil das wären 1200 Punkte, aber ihr kommt auf die Idee, ja. Ihr kauft nur Ringe, weil ihr wollt einen ganz bestimmten Aspekt haben, der nur auf Ringe drauf kann. Als Beispiel, ja. Das heißt, ihr habt schon mal Obolusse ohne Ende durch die Events. Hä, aber Evo, ich könnte die Events jederzeit machen, ich brauche keine Höllenflut. Das ist theoretisch richtig, aber dadurch, dass Höllenflut ist, zieht das viele Spieler an. Und dadurch, dass wir wissen, wie das Serversystem in Diablo 4 funktioniert, ich hätte jetzt fast Lost Ark gesagt, weil das funktioniert verdammt ähnlich, es gibt Phasing. Mehr Spieler in einer Zone, mehr Phasing in andere Zonen. Das heißt, ihr könnt Events abschließen, portet euch in die Stadt, könnt wieder dieselben Events abschließen, indem ihr durchs Portal zurückgeht, weil ihr woanders in die Zone reingefaced werdet. Ihr seid nicht gefangen in dieser einen Zone, denn so funktioniert das Serversystem nicht. Ansonsten wäre irgendwann die Welt, in der ihr euch befindet, tot, weil alle anderen Spieler sich irgendwann mal ausgelockt haben. Ihr werdet also jedes Mal, wenn ihr die Zone betretet, in eine neue Phase gesteckt. Was bedeutet, ihr könnt Events richtig geil farmen. Ich habe auch schon absolute Favoritenspots, weil dort bestimmte Massenabschlacht-Events sind. Naja, also. Jo, Obolusse. Durch Abschluss von Events. Coole Sache. Zusätzlich, ihr schließt Events ab. Und das meistens auch mit Meisterschaft, weil das einfach total easy ist. Das heißt, gute Belohnung. Jetzt kein Spaß. Das ist in Höllenfluten meine beste Quelle, einzigartige Items zu kriegen. Events. Kein Spaß. Da habe ich ausnahmslos all meine einzigartigen Items, die ich in Höllenfluten bekommen habe, habe ich durch Events bekommen. Und das ist jetzt nicht, oh, ein Item, politisch korrekt, alle Items, sondern es sind, ich glaube, ungefähr 15, 16, 17 um den Dreh. Tut mir leid, ich habe 2 Seiten voll in meiner Kiste mit einzigartigen Items. Weiß ich nicht. Jetzt sind auf jeden Fall alle. Alle aus Höllenfluten, nur aus Events. Wie gesagt, ihr killt viele Gegner in den Events, das heißt, ihr kriegt Glut. Loot braucht ihr, um die Kisten zu öffnen. Mit den Kisten könnt ihr auch wieder gezielte Gegenstände erbeuten. Das heißt, ihr habt eure 1000 Obolusse für Ringe ausgegeben, ihr habt aber nicht den Ring bekommen, den ihr haben wollt. Kacke. Naja, dann gehe ich halt mit meiner Glut hin und öffne Kisten innerhalb der Höllenflut, die für Ringe sind. Noch mehr Chancen. Ist das nicht geil? Achso, ja, natürlich gibt es auch noch geheime Kisten, aber... ja, geheime Kisten. Sehr, sehr lecker. Haben zwischen 1 bis 5 Legendaries drin. Kann man sich eigentlich nicht beschweren, würde ich mal sagen. Kosten allerdings 175 Glut. Und im Gegensatz zu den Rüstungs-, Schmuck- und Waffenkisten sind die geheimen Kisten nicht auf der großen Karte markiert und auch erst auf der Minimap markiert, wenn ihr nah genug dran seid. Ja, wenn ihr nah genug dran seid, dass die Kiste auf der Minimap ist, sieht man sie auch auf der großen Karte. Aber ganz ehrlich, die Info ist ziemlich irrelevant. Ihr seht die Kiste halt auf der Karte, wenn ihr ganz nah dran seid. Es gibt feste Spawnpunkte für diese Kisten. Und je nachdem, wie viele Höllenflutzonen aktiv sind, da sind wir wieder bei dem Thema, das ist auch die Anzahl der geheimen Kisten, die es gibt. Habt ihr eine zweizonige Höllenflut, dann habt ihr 2 geheime Kisten, die gleichzeitig aktiv sind. Habt ihr eine dreizonige Höllenflut, habt ihr 3 Kisten, die gleichzeitig aktiv sind. Ihr könnt allerdings auch 6 Kisten kriegen und das ist keine Chance, das ist eine Garantie, je nachdem, auf welche Uhrzeit die Höllenflut fällt. Also, ihr braucht 175 Glut, öffnet Kiste, mysteriös, 5 Ledges kommen raus, Tränke kommen raus, Handwerksmaterial, coole Sache. Ihr sammelt nochmal 175 Glut, geht in die andere Zone der Höllenflut, öffnet Kiste Nummer 2 und dann beobachtet ihr die Uhr. Wenn die Höllenflut um Punkt 18 Uhr startet, nur als Beispiel Uhrzeit, Punkt 18 Uhr startet die Höllenflut, sie geht bis 19 Uhr, es ist egal wo diese Höllenflut ist, ihr habt bei einer zweizonigen, bleiben wir komplett bei der zweizonigen Höllenflut, ihr habt 2 Kisten, geheime Kisten, die ihr öffnen könnt, ansonsten könnt ihr alle Kisten öffnen, wie ihr Bock habt, aber ihr habt nur 2 geheime Kisten, die ihr öffnen könnt und that's it. Allerdings startet die Höllenflut um 18.15 Uhr anstatt 18 Uhr.
Dann habt ihr 45 Minuten Zeit, die ersten zwei Kisten zu öffnen, geheimen, und dann nochmal 15 Minuten Zeit, zwei weitere geheime Kisten zu öffnen. Das liegt daran, dass die geheimen Kisten immer zu einer vollen Stunde, Real-Life-Zeit, voller Stunde, werden die verschwinden an ihrer aktuellen Position und tauchen an einer anderen Position neu auf. Da die meisten zweizonigen Höllenfluten auch nur zwei Spawnpunkte pro Zone haben, ist es für mich, der jetzt wirklich zwei Wochen lang viele Höllenfluten gegrindet hat, recht easy, die schnell zu finden. Also ich renne wirklich dann, wenn die Kiste halt vor mir despawnt, dann renne ich zum nächsten Spawnpunkt, weil ich weiß halt, wo die sind. Also das bedeutet beispielsweise, ne, wir haben jetzt 18.15 Uhr gesagt, wenn ihr jetzt um 18.30 Uhr die Höllenflut startet, dann habt ihr eine halbe Stunde Zeit, die ersten zwei Kisten zu öffnen und dann nochmal eine halbe Stunde Zeit, die nächsten zwei Kisten zu öffnen, weil die spawnen ja neu. Zur vollen Stunde. Das heißt, ihr könnt doppelten Loot absahnen. Und ja, das bedeutet tatsächlich auch für die dreizonige Höllenflut, dass ihr sechs mysteriöse Kisten öffnen könnt. Wenn die Uhrzeit denn vernünftig fällt. Weil sechs Kisten öffnen, wenn ihr nur 15 Minuten Zeit für eine Kiste habt, ist, für die ersten drei, sorry, ein bisschen knackig. Machbar, aber knackig. Alright, das ist so größtenteils das meiste an Informationen über diese Höllenfluten. Ich verlinke euch in der Beschreibung zwei Webseiten, wo ihr die geheimen Kisten sehen könnt. Ja, ihr könnt das entweder selber suchen, so wie ich anfangs, oder ihr genießt einfach die Zeit, indem ihr es nicht selber sucht, teilt eure Zeit besser ein und enjoyt, dass es seit kurzem dafür Webseiten gibt, für den ganzen Kram, den ich mir auf Karten gescreenshottet habe. Ich habe die ganzen Sachen da umsonst gemacht, na egal. Also, als Zusatzinfo habe ich halt auch noch für euch, wenn dieser Regen kommt von der Höllenflut, der macht natürlich sehr viel Damage. Erstens, ihr sterbt in der Höllenflut, bedeutet, ihr verliert auch die Hälfte eurer Glut. Das heißt, ihr solltet definitiv gucken, hier nicht zu sterben. Solltet ihr sowieso in Diablo, wer hat schon Bock auf Sterben? Gerade die Hardcore-Charaktere, gut. Wenn ihr sterbt, ihr verliert die ganze Glut und euren Charakter. Aber ist egal, das wisst ihr ja. Aber Höllenfluten, guckt wirklich stark darauf, nicht zu sterben. Ihr verliert sonst die Hälfte eurer Glut, das heißt, habt ihr 200, kriegt aufs Maul, habt ihr nur noch 100. Ist natürlich nicht cool, weil ihr wollt ja mit der 175 die Kiste öffnen. Ist ärgerlich, wenn du mit 175 zur Kiste hinrennst, dann kommt Meteoritenhagel, du bist död. Scheiße gelaufen, ist passiert schon, ja, passiert halt. Kannst du nichts machen. Manchmal laggt's auch, tot. Ist halt so. Ist halt ein Game, wo du immer online bist. Also, es kann diesen Meteoritenhagel geben mit den Feuerflächen und das bedeutet, dass zu 50% ein Boss relativ nah bei dir spawnt. Relativ nah heißt meistens, du bist schon so, wenn du die Zunge rausstreckst, bist du auf Bauchnabel-Touch-Basis, so meistens, wenn das die Dicken sind. Und die geben halt auch 4 bis 6 Glut, ja. Zusätzlich gibt es innerhalb der Höllenfluten Teufelsrosen. Das sind tatsächlich Blümchen. Die sind dieses exklusive Handwerksmaterial, das kriegt ihr auch durchs Kisten öffnen und Mobs klatschen, keine Sorge. Und die Teufelsrosen lohnen sich mitzunehmen, weil da ist erstens Glut drin und zweitens das Handwerksmaterial, was exklusiv zur Höllenflut ist. Also mitnehmen. Dann gibt es auch häufig rot leuchtende, ja rot benebelte Leichensäcke, Leichenstangen, also Dämonenhäufchen. Wenn die rot leuchten und rot benebelt sind, dann heißt das, da gibt es Glut, wenn du mit denen interagierst. Die genau gleichen Objekte gibt es halt auch ohne roten Nebel und da ist natürlich dann keine Glut. Der rote Nebel heißt also, dass da Glut drin ist. Also vorbeilaufen, mal anklicken, ganz entspannt. Ach so, und dann gibt es noch Kicksart. Man dürfte meinen, Kicksart ist ein absolut sinnloser, nerviger Drecksfight. Kicksart ist der Boss der Höllenflutszone. Der spaziert, egal wie viele Höllenflutszonen es sind, ob zwei oder drei, er spaziert immer hin und her. Aber meistens kommt er nicht weit von seinem Spawnpunkt. Denn eigentlich, das erste Mal, als ich ihn bekämpft hatte, waren wir zwei Level 53er. Und in der Weltstufe 3 Höllenflut ist der halt leider auch Level 72. So wie er mindestens auch in Weltstufe 4 ist. Und wir haben 15 Minuten gegen ihn gekämpft und haben uns gedacht, scheiße, war das sinnlos. Naja, war es aber im Endeffekt nicht, weil ich habe den noch ein paar Mal gekillt, wenn man halt was stärker wurde, weil man wollte sich natürlich auch irgendwie rächen für diese 15 Minuten Kampf und wollte da mal eben so einen 10 Sekunden Kampf draus machen. Und der Typ droppt sehr viele vergessene Seelen, die halt auch exklusiv sind, an die Höllenflut. Also, es lohnt sich halt auch den Kickstart zu killen. Nicht für Glut,
sondern wenn ihr knapp mit dem Timer unterwegs seid, ja, ihr wollt noch Kisten öffnen, ihr seht, wir haben 5 vor einer vollen Stunde und ich brauche noch 30 Glut, dann würde ich mich nicht mit dem Boss anlegen, dann würde ich die Glut bevorzugen, eine Kiste aufmachen, aber Kickstart umhauen lohnt sich, der droppt vergessene Seelen. Haut ihn aber erst um, wenn ihr ihn in einem gemütlichen Tempo auslaufen könnt. Ja, und ich denke, das war eigentlich so meine Entladung an Informationen über die Höllenfluten. Cool, dann hören sehen wir uns, ne?